Das Abschlusskonzert fand im Redgate Theater auf Granville Island statt. Zum letzten Mal präsentierte das Klangforum zeitgenössische kanadische Kompositionen. Zuerst Auszüge aus Des Autres von Philippe Leroux. Leider hatte er nicht kommen können. Transparence. Minimalistisch anmutende Kompositionen, sängerisch, dennoch herausfordernd und komplex. Für viele Schola-Mitglieder eine wirkliche Entdeckung. Dann Streichquartett von Giorgio Magnanensi. Well, this is actually a piece that I wrote when I was already living in Canada. I moved to Canada 20 years ago. And the piece is part of a series that is called Teatro dell'Udito, Theater for the Ear, so in which the music is mainly working through gesture and figure in a sort of a theatrical way, without really needing to say or express or telling any stories. The instrumental parts are kind of derived from certain kind of reflection and response to my work and experimentation with electronic granular synthesis. Ein kurzes Intermezzo mit etwas alter Musik und dann nochmal ein Stück von Philippe Leroux, Ma Belle. Ma belle, si tu voulais, ma belle, si tu voulais, nous dormirions ensemble dans un grand lit carré. L'on a recouvert de tes blanches aux quatre coins de lit un bouquet de pervenches. Dans le mi-temps de lit, dans le mi-mi-mi-temps de lit, dans le mi-mi-mi-temps de lit, la rivière est profonde. Tous les chevaux du Ravel, ils viennent voir ensemble, et là nous dormirions jusqu'à la fin du monde. Neue Musik, Rap, wenn man so will. Verspielt und lautmalerisch, genauso wie die anschließenden Love-Songs von Claude Vivier.